gemeinsam mit seiner Gattin, einer Rechtsanwältin, kommt er hierher. Sie zu seiner Linken, eher schnellen Schrittes hier auch hierher kommen. Und wir sind natürlich gespannt, was der Landeshauptmann in Kürze auch zu sagen hat, ob es ein erstes Statement von ihm auch geben wird zum heutigen Ausgang dieser Wahl. Ist es also Landeshauptmann Wilfried Hasler mit seiner Gattin am Weg zur Stimmabgabe, am Weg zum ersten Statement bei David Hermann Menk? Geben Sie uns gleich ein Statement ab. Was erwarten Sie denn vom heutigen Wahltag? Eine Entscheidung der Salzburger und Salzburgerinnen, wie es weitergehen soll bei uns, wer Landeshauptmann sein soll, Verteilung der Kräfteverhältnisse natürlich, ja, was halt an einem Wahltag passiert. Ist es für Sie ein besonderer Wahlgang heute? Jeder Wahlgang ist ein besonderer, dieser auch. Der ÖVP werden ja Verluste vorausgesagt. Womit rechnen Sie denn? Ich schätze, dass wir unter 100% kommen werden. Und glauben Sie, dass das Ergebnis schlechter wird als bei der vergangenen Wahl? Wir werden sehen. Es ist wahrscheinlich so. Es gibt immer auch große Stimmungslagen, gegen die man schwer ankämpfen kann. Wir werden sehen. Wie beurteilen Sie jetzt das Verhältnis zur FPÖ jetzt an diesem Wahlsonntag in der Früh? Das beurteile ich dann morgen. Wie werden Sie denn den restlichen Wahltag noch verbringen? Sie waren, glaube ich, in der Kirche heute, in aller Herrgottsfrüh. Wir gehen dann in die Kirche und dann essen wir gemeinsam und dann werde ich irgendwann mal reinfahren und den weiteren Verlauf des Tages genießen. Wird es am Ende ein Fall für drei werden, also wird ein Dreier vorne stehen? Davon gehe ich schon aus, aber man weiß es nie. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und wie ist Ihre Stimmung? Sind Sie recht nervös? Gar nicht, nein, gar nicht. Wie es kommt, so kommt es. Wir haben alles getan, wir haben uns wirklich bemüht, auch in den vergangenen Jahren gut fürs Land zu arbeiten. Wir haben im Wahlkampf uns wirklich enorm eingesetzt. Ich persönlich mich auch sehr, sehr. Wir haben einen Plan für die Zukunft und jetzt entscheiden die Salzburger. Und was kommt, das nehme ich. Herr Landeshauptmann, was hat diesen Wahlkampf von anderen vorherigen Wahlkämpfen unterschieden? Der Ton ist rauer geworden, das muss ich schon sagen. Trauer und gehässiger. Was würde das bedeuten, sollte die KPÖ Plus in den Landtag einziehen? Würde das dann so eine Art Don Camillo und Pepone Stimmung im Land auch auslösen? Nein, gar nicht. Das ist eine demokratisch legitimierte Partei, gegen deren Gesellschaftsmodell ich Vorbehalte habe. Das ist da auch kein Geheimnis. Und wir werden in einer vernünftigen Art und Weise, Regierung, Opposition, einfach demokratisch zusammenarbeiten. Jeder hat da seine Rolle. Gibt es eigentlich ein Ergebnis, wo Sie sagen, also wenn wir das erreichen, dann trete ich zurück? Ja, klar ist, wenn wir nicht mehr Nummer eins sind, dann ist mein Platz hier nicht mehr. Das ist klar. Gut. Gibt es auch ein Ergebnis, wo Sie sagen, das würden Sie sich wünschen? Natürlich, aber das sage ich Ihnen nicht. Bitte um Verständnis. Aber wenn es so wie bei der letzten Wahl wäre, dann wären Sie wohl recht zufrieden, oder? Das würde ich nehmen, ja. Dankeschön. Danke. Ja, also ein sehr cooler Typ, ein sehr, sehr sympathischer Landeshauptmann Wilfried Hasler. Ich habe natürlich meine Sympathien für ihn, weil ich, wie gesagt, als Salzburger mit ihm gemeinsam in die Schule gegangen bin. Nicht in dieselbe Klasse, aber in dasselbe Gebäude, in dasselbe Schulgebäude. Und er war damals schon ein netter Kerl, der Hasi, wie sie ihn alle genannt haben. Und jetzt spaziert er an den Hasis, an den Hasen der Volksschule, die man da für ihn im Fenster platziert hat, vorbei in die Volksschule Morzk. Das ist, wie gesagt, ein sehr sympathischer Stadtteil in Salzburg, eine wunderschöne Kleinvillengegend, also nichts Aufgedonnertes, nichts Millionärshaftes, sondern sehr nette kleine Villen. Vielleicht noch einmal ganz kurz der Wahlkampf ganz allgemein. Sie haben immer wieder die Tonalität angesprochen, die FPÖ hier stark kritisiert. Ist Marlene Swatzek schlussendlich Ihre härteste Konkurrentin? Naja, die FPÖ hat ja den Prognosen zufolge ziemlich Rückenwind und wird wahrscheinlich auf Nummer 2 kommen, auf Platz 2 kommen, jedenfalls auf Platz 2 kommen. Und insofern, ja. Jetzt das werden. Das heißt, wann werden denn dann, nachdem heute das Wahlergebnis feststeht, wann wird denn dann sondiert? Geht das schon in der Nacht los? Werden Sie dann gleich auch etwaige Koalitionsverhandlungen mit den anderen Parteien führen oder werden Sie dann ein paar Tage noch abwarten? Ja, Koalitionsverhandlungen und Sondierungen sind zwei verschiedene Dinge. Bei Sondierungen geht es mal grundsätzlich darum, wie die Vorstellungen der Gesprächspartner sind, was für sie wichtige Punkte sind und natürlich auch, was für uns wichtige Punkte sind. Auch personelle Fragen werden da gleich mit erörtert.
Und nach Durchführung von Sondierungsgesprächen, und die führt man auch üblicherweise mit allen Parteien, auch mit kleinen Parteien, wird dann entschieden, mit wem Regierungsverhandlungen, eigentliche Koalitionsverhandlungen geführt werden. Denn die sollten ja möglichst dann nicht abgebrochen werden, sondern auch zum Ziel führen. Das hat man, wie schwierig das ist, hat man ja in Niederösterreich auch gesehen, wo eigentlich die begonnenen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ dann abgebrochen werden mussten und während der Verhandlungen ein Schwenk durchgeführt wurde. Wollen Sie das vielleicht auch besser machen als Johanna Mikl-Leitner, die Sie von vor allem Kulturschaffenden und vielen Menschen, die Sie zunächst gewählt haben, dann auch für diese Zusammenarbeit stark kritisiert worden? Sie wiederum hat ja gemeint, dass die SPÖ hier den Verhandlungstisch sozusagen verlassen hat bzw. Forderungen gestellt hat, die nicht in Einklang zu bringen waren mit den Vorstellungen der Volkspartei. Ja, zum Verhandeln gehören immer zwei, denn ein Ergebnis muss immer von beiden Seiten mitgetragen werden oder ermöglicht werden, und im Übrigen kommentiere ich Niederösterreich wirklich nicht. Ich konzentriere mich auf Salzburg. Aber haben Sie ein Gefühl, in Salzburg sind die anderen Parteien hier, auch was ÖVP-Positionen betrifft und etwaige Kompromisse, offener, mehr zugänglich? Den Eindruck habe ich schon. Wir haben ein anderes System als in Niederösterreich. In Niederösterreich ist ein Proporzsystem. Wir haben hier frei gewählte Koalitionen. Insofern ist auch der Wille, in eine Regierung zu kommen, ein ganz anderer als in Niederösterreich, wo man im Rahmen des Proporzes ohne dies in der Regierung ist. Letzte Frage. Ihr Vater war natürlich jemand, der sehr lange an der Spitze von Salzburg gestanden ist. Sie könnten seinen Rekord in 2 Jahren einstellen. Ist das etwas, was Sie auch im Hinterkopf haben, über diese 12 Jahre, die Ihr Vater Landeshauptmann war, diesen Rekord sozusagen auch zu brechen? Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Mir geht es darum, dass wir die Entwicklungen für das Land, die notwendig sind, auch tatsächlich umsetzen können. Und das sind ja Dinge, die man nicht innerhalb eines halben Jahres bewältigt, sondern die auch lange Vorlaufzeiten haben. Und insofern ist es mir wichtig, jetzt nochmal 5 Jahre anzuhängen.